Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist wieder soweit. Ein neues Event ist gestartet. Ihr habt es sicherlich alle mitbekommen per Ingame-Benachrichtigung oder in diversen Social-Media-Beiträgen. Feiert das Mondneujahr in Pokémon Go gestern. Wir schauen uns den Beitrag mal fix an. Guten Rutsch ins Jahr des Schweins. Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Mondneujahr-Event in Pokémon Go. Diesmal stehen 12 Pokémon im Rampenlicht. Der Event beginnt am 4. Februar um 13 Uhr PST. Hier sind die Infos. 4. Februar PST, sprich bei uns wieder 22 Uhr. Gestern Abend 22 Uhr ging es also los. Da haben die Leute schon auf der Lauer gelegen, dass 22 Uhr dann die ganze Stadt von Schweinen überschwemmt war, denn Spoink eindeutig im Vordergrund. Das hüpft an jeder Ecke rum. Hat auch einen besonderen Grund, zu dem kommen wir gleich noch. Radfratz, Rettern, Mankey, Ponita, Electek, Dratini, Voldilam, Miltank, Flimli, Vivien, Spoink und Haspiroar erscheinen mit vermehrter Häufigkeit. Wenn du Glück hast, begegnest du vielleicht einem schillernden Spoink. Und das ist das Ding, warum Spoink auch das Titelmonster ist, denn ihr habt ab jetzt die Möglichkeit, Spoink als Shiny zu bekommen. Ich hoffe natürlich wieder, dass ich 2 Stück bekomme, dass ich einen Spoink und die Weiterentwicklung, das Kronk? Wie heißt das? Keine Ahnung, Kronk ist doch der YouTuber. Aber auf jeden Fall, dass ich beide Formen dann auf der Hand habe. Und der Horsty hat uns heute gezeigt, er hat nach der Arbeit, ist er frühst da rumgetuckert und hat schon eins bekommen. Das zeige ich euch mal fix hier. Da ist schon einer, sieht ein bisschen blass aus, um 7.09 Uhr heute früh. Also Glückwunsch, der hat sich schon eins gegönnt. 72 Bonbons, mal sehen, wie viel er nach dem Event hat. Und ihr könnt natürlich auch eins holen und bei den anderen Viechern, was gibt's sonst noch? Radfratz, Rettern, Mengi, Ponita zum Beispiel, gibt's ja auch schon längst als Shiny, die sind jetzt auch wieder vermehrt da. Wer da keins bekommen hat, kann sich da eins gönnen. Electek gibt's eigentlich auch als Shiny, natürlich nicht wild, nur wenn ihr das Baby brütet. Dratini könnt ihr auch als Shiny fangen natürlich, genauso wie Voltilam. Dann haben wir Miltank, Flemli, Fifien. Der Hund auch als Shiny verfügbar. Wer da noch keins hat, kann da auch zuschlagen. Und natürlich Spoink, wie gesagt. Das hüpft wirklich an jeder Ecke rum. Dann gibt es noch diverse Boni, die auch freigeschalten wurden. Zweifache Menge Fang-EP, zweifache Menge EP für das Entwickeln von Pokémon. Und wenn du ein Pokémon tauschst, ist die Chance, dass es ein Glücks-Pokémon wird, größer. Wir wünschen dir Gesundheit, Wohlstand und Glück im neuen Mondjahr. Allzeit sichere und schöne Entdeckungsreisen. Und es ist richtig genial, weil früher hatten wir immer so die Zeiten, da haben wir uns an den Strich gestellt, haben die 3 Lokmodule angemacht an den 3 Stops. Man hat dann immer ein Glücksei eingeworfen, hat gefangen und wenn das dritte Pokémon im Ball war, hat man das gleich entwickelt, um die Zeit zu überbrücken, bis die neue Welle reinkam. Und man hat eigentlich genügend Bonbons gesammelt, denn viele Leute haben sich jetzt natürlich darauf fixiert, dass irgendwann mal wieder ein Entwicklungsevent kommt, haben Bonbons gehortet. Ich auch, habe nämlich nichts entwickelt die ganze Zeit, habe gesagt, ich mache das, wenn so ein Doppel-Entwicklungsevent kommt. Jetzt das Problem, ich habe 10 Millionen Bonbons von Taubsi alleine, aber habe gar keine Taubsi auf der Hand, keinen im Beutel und ja, kann also keinen entwickeln. Aber alles, was man jetzt so fängt, wenn man genügend Bonbons hat, kann man direkt entwickeln und kann die ganze Zeit durch fangen, entwickeln, ob mit oder Glücksei. Das lohnt sich auf jeden Fall für die Leute, die noch kein Level 40 sind oder für die 40er natürlich auch, um bestimmte Bereiche zu knacken. Ich stehe zum Beispiel kurz vor der 100 Millionen Grenze, versuche das jetzt während des Events natürlich zu knacken. Und ja, auch ganz wichtig natürlich die Glücks-Pokémon, weil ich auch mein Pokédex vollständig haben möchte, dass jedes Pokémon als Lucky eingetragen ist. Und die Chance scheint wirklich sehr erhöht gewesen zu sein. Denn gestern Abend haben in der Gruppe auch schon ein paar Leute gepostet. Die haben da getauscht, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und da sind richtige Kracher dabei rausgekommen. Zweimal 100%, einmal 98%. Dann beim nächsten auch wieder, der was getauscht hat, gleich wieder 100%. Also, ich hoffe, das ist auch so. Ich muss nämlich noch ein paar Legendäre tauschen, dass ich wirklich jeden Tag jetzt einen Special Trade mache mit den Legendären. Mewtwo fehlt mir da auch noch. Kyogre, Groudon, die habe ich immer noch nicht als Lucky eingetragen. Ich hoffe, dass das klappt, dass ich das nutzen kann und viele Einträge, die mir jetzt noch fehlen, vor allem auch die Babys,
Tauscht natürlich auch Spoing, wenn es schon mal da ist und ja. Was sagt ihr zu dem Event? Wie findet ihr das Ganze? Feiert ihr die Pokémon, die jetzt vermehrt spawnen? Feiert ihr die Boni? Und feiert ihr das mit dem Tauschen? Oder mögt ihr eh keine Glücks-Pokémon? Das ist ja nicht für jedermann. Viele interessieren sich gar nicht dafür. Die haben noch gar kein einziges getauscht. Ich finde es auf jeden Fall richtig genial. Freue mich schon. Muss mich dann mit Pupsi auch mal hinsetzen, dass wir da mal eine Runde einfach nur tauschen, tauschen, tauschen. Weil der Beutel ist auch permanent voll. Mal ein bisschen am Lokmodul chillen, ein bisschen entwickeln, ein bisschen tauschen. Es ist also richtig abwechslungsreich und nicht nur rumlaufen und Eier brüten wie sonst. Ja, das war's aber von meiner Seite aus. Wir werden mal sehen, bis zum 13. Februar geht das Ganze auch wieder 22 Uhr. Denke ich mal, genau, bis 22 Uhr also. Und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.